Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der schwarzen Edition Nummer 2. Wir befinden uns immer noch in unserer Nuzlocke-Challenge und sind gerade mit der guten Belle hier im Janusberg unterwegs. Wir gehen aber mal kurz ein Stück zurück. Hier gibt es nämlich eine Stelle hier, die übersieht man ziemlich einfach, aber hier kann man tatsächlich durchgehen. Was gibt's hier? Nicht sehr viel, wie ich sehe. Tada! Ein Fluchtseil. Und ein Rauchball. Naja, das hat sich also überhaupt nicht gelohnt. Gut, dann gehen wir nochmal kurz durch den Ausgang wieder zurück. Ich habe nämlich nachgeguckt, wo es die Spukball-TM gibt. Dafür müssen wir ein bisschen backtracken. Ich würde mich gerne noch hier etwas umsehen. Was wollen wir machen? Uns kurz renten? Natürlich. So kann ich weiter versuchen, etwas über den Aufenthaltsort von Heatran herauszufinden. Heatran ist nämlich ein sehr seltenes Pokémon. Wenn ich noch mehr Informationen sammle, wird sich Professor Esche bestimmt freuen. Danke, dass du mir die Gesellschaft geleistet hast. Gute Reise und pass auf dich auf. Ich gehe doch nur mal kurz zurück zum Bizarro-Haus. Gute Güte, wir sind doch nicht aus der Welt. Noch nicht. Oh. Ein Groink. Das ist kein Ding für die. Die EP nehmen wir mit. Ist immer ein entwickeltes Pokémon. Und ist es auf dem gleichen Level wie die, also von daher. Links rum. Tada! Die Spukball-TM. TM. Spukball. Natürlich kann Leafy das auch lernen. Perle kann es auch lernen. Ich würde gerne Taucher vergessen lassen. Müssen wir vielleicht mal zum Attackenverlerner gehen. Das kannst du nämlich nicht verlernen. Auf der anderen Seite, wir können Taucher für Undulla noch ganz gut gebrauchen. Da gibt es eine Stelle, wo man Taucher einsetzen kann. So, weg mit dem Schaufler. Bezirzer ist halt immer noch ganz geil, wenn ich mal wieder irgendwelche Items zusammenfarmen will. So, dann haben wir auch Spukball in unserem Repertoire. Und schon wieder ein Groink. Tja, wir hätten uns auch einen Groink-Encounter forcen können mit dem Schutz. Aber wir haben ja schon einen Spoink. Und ob wir jetzt einen Groink oder einen Spoink haben, das tut sich jetzt nicht so viel. Außer vielleicht, dass das Level von dem Groink ein bisschen höher ist. Und Level Up für Wii. Wie hat eigentlich so fast sein optimales Attackenset? Wisst ihr, was ich witzig finde? Ampharos und Psyana, die haben beide so ein rotes Juwel auf der Stirn. Ampharos kann Juwelenkraft lernen. Wahrscheinlich wegen diesem roten Juwel auf seinem Dötz. Psyana hat auch ein rotes Juwel auf dem Dötz, kann Juwelenkraft aber nicht lernen. Das ist halt schon ein bisschen seltsam. Auf der anderen Seite, Ampharos hat auch dringender die Attackenvielfalt gebraucht als die Psyana. So 90% aller Fälle ist Psyana halt mit Psyokinese besser beraten. Als mit Juwelenkraft. So stark ist Juwelenkraft ja auch nicht. Voll das Psycho-Duo! Ja. Ja, sieh, die Mantua hat leider Robustheit. Hätten wenig die Attacke abwehren können.
Lass mal wechseln. Flampivian hat einen ziemlich guten Punch. Ich sag doch, es hat einen guten Punch. Wäre schön, wenn sich das Sondivora darum gekümmert hätte, aber nein, hat's nicht. Das ist jetzt schlecht. Tja, das ist mega schlecht. Das Flampivian ist auf einen Fuchtler gelockt. Es wird nichts anderes einsetzen als Fuchtler. Nix, ich hoffe, du hast eine gute Verteidigung. Das ist nämlich höchstwahrscheinlich eine Bodenattacke von dem Stalobor-Face tanken müssen. Na, okay, das ist ja eh nicht aktiv. So, wieder aufgeladen. Weiter geht's. Jetzt sind wir erstmal Steinhagel an. Ding ist, wir können halt nicht unter die Erde mit Schaufler ballen. Das Stalobor möglicher... Ups, kein Flammenblitz. Gut, dass das nicht uns getroffen hat. Mein Gott, wir haben gewusst halt. Wir hätten es mit 1 KP überlebt, aber der Steinhagel hätte uns halt gekillt. Können wir bitte was gegen dieses gruselige Flampivian mit seinem gruseligen Steinhagel unternehmen? Oder mit seinem gruseligen Flammenblitz? Das wäre klasse. Hat unser Steinhagel nicht getroffen? Tja. Hättest du nicht das Flampivian? Yikes! Wie das Vieh einfach Flammenblitz kann. Weg damit! Weg damit! Alter, so ein creepy Vieh. Junge, Junge, Junge. Das war creepy. Ach, ihr seid noch bis Bock. Gute Güte, das Vieh hat das halbe Team auseinandergenommen. Und wieder hat Dix uns aus einer bedrohlichen Situation gerettet. Also erstmal heilen. Das Stalobor scheint keine Bodenattacke zu können. Was hat gerade Schlitzer eingesetzt? Na, naja, es ist hier eh gleich vorbei. Das Bissbug setzt gleich. Ja, wieder Feuerzahn, dann ist das nicht vorbei. Huiuiuiui. Alter, dieses Vampirian war nicht ungefährlich. Das hat Nix aber auch wieder wie ein Champ gefressen. Ich meine, man muss mal überlegen. Flammenblitz hat eine Stärke von 120. Ist eine, oder wahrscheinlich die stärkste Feuerattacke neben Feuersturm. Ja, natürlich Leute Feuer, davon abgesehen. Aber halt, es ist eine sehr starke physische Feuerattacke. Und dazu kommt halt auch noch, dass Flampivian einen sehr guten Angriff hat. Und wir mussten nicht mal auf Robustheit zurückgreifen. Wir hatten noch KP über. Nix, wie hoch ist deine Verteidigung? Ich sehe schon, du bist ein Boll. Du hast mehr KP als mehr Verteidigung als KP. Du hast sogar mehr Verteidigung als Apfel-KP hat. Der mit Abstand höchste Wert im Team. Kein Wunder, dass es das so einfach gefressen hat. Es war einfach wie eine Wand. Wäre halt das Stalobor nicht gewesen, hätten wir halt einfach das Flampivian besiegen können, indem wir die ganze Zeit Hyperheiler geben können, weil es sich bei Flammenblitz ja mal ein bisschen selbst verletzt. Und dazu kommt auch, wenn es nix trifft, wird der... Ah ne, es hat ja den Beulenhelm gar nicht drauf, aber wenn es den Beulenhelm gehabt hätte, hätte es sich sogar noch mehr abgezogen. Eieiei, das war eine Geburt. Oh, guck mal, ein Groink.
Nussheit-Erdkräfte. Ist viel braver. Kümmern wir uns ja erst darum, scheinbar die größere Bedrohung zu sein. Sogar Kroink hat Juwelenkraft. Was auf die Juwelen an seinem Bauch und ne, auf seiner Stirn da zurückzuführen, ist wohlgemerkt. Xiana hat das auch. Und kann's nicht. Mein Kernpunkt. Also ja, ich finde, Xiana sollte Juwelenkraft lernen können. Alles andere ist einfach nur unlogisch. Jedes andere Pokémon, das ein Juwel auf der Stirn hat, kann das einsetzen. Warum kann das Xiana nicht einsetzen? Ich meine, gut, was würde es ihm bringen? Es kann Flug-Pokémon effektiv treffen. Wow. Oder Feuer-Pokémon. Oder Käfer-Pokémon. Oh, das wäre halt cool, weil es damit halt seine Schwäche treffen kann. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum es das nicht lernen kann. Xiana hat halt schon einen überragenden Spitzangriff. Hat schon was gegen Unlicht-Pokémon mit Ampelleuchte. Hat was gegen Psycho-Pokémon oder halt auch Geist-Pokémon mit Spukball. Und mit Ampelleuchte hättest du tatsächlich, oder halt mit Juwelenkraft hättest du dann halt gleich noch seine Käferschwäche verloren. Naja, nicht verloren, aber es hätte zumindest was Effektives gegeben. Ja, so jetzt, wo ich drüber nachdenke, macht was denn das Zähne, ne, das nicht kann. So, weg mit dem Drift Zeppelin. Ist hier unten was? Gott, ist das hier verwirrend. Ist nichts. Hier ist ja nicht mal Abfall. Hi. Oh, der will ja gar nicht kämpfen. Ich dachte, er will kämpfen. Oh, das ist der Ausgang. Belle will ja noch ihre Forschungsdinger da erledigen für Heatran. Dann sollten wir das wohl gewähren lassen. Was gibt es hier? Ein Item. Ein Toxic Orb. Ey, pst. Toxic Orb ist, gibt man sein Pokémon zum Tragen und es erleidet dann durch den Toxic Orb eine Vergiftung. Ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel einen Karpitz hat. Karpitz als eine Fähigkeit. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es die versteckte Fähigkeit ist. Aber es hat auf jeden Fall als Fähigkeit die Möglichkeit, ob es kann hier schon. Die Möglichkeit, dass es halt aufheber kann. Aufheber bewirkt, dass wenn es vergiftet ist, es sich halt heilt. Wie zum Beispiel mit Überresten. Nur halt, dass es eben die Fähigkeit ist. Und natürlich, die Vergiftung wirkt dann halt nicht mehr. Also halt, es verliert keine KP durch die Vergiftung. Und es kann keine andere Statusveränderung erleiden, weil es ja vergiftet ist. Das ist halt schon eine ziemlich coole Kombo. Hat halt einfach Überreste to go in der Fähigkeit. Es kann halt keine Überreste tragen, weil es nicht die Toxic Orb hat. Aber halt trotzdem relativ coole Fähigkeit. Ja, reibt es mir ins Gesicht, dass du und Psycho-Pokémon bist und Juwelenkraft kannst du uns ja nicht. Naja, du sollst das mal gegen uns einsetzen. Bringt ihm jetzt halt nicht so viel. Und dann 40 für nix. Oh, Eisenschweif. Eisenschweif ist stärker als Eisenschädel. 80 zu 100. Ja, aber dafür ist Eisenschweif nicht ganz so zielgenau. Aber wir müssen mal. Das ist ja irgendwo auch die Signaturattacke von Stalos. Dann sind wir mit dem Janusberg auch schon fast durch. Bis nur mal kurz zu dem Spot, wo Belle hin wollte.
und dann können wir hier auch schon rausmarschieren. Wie gesagt, so groß ist der Janusberg halt nicht. Aber es ist halt trotzdem cool, dass der nach Edition unterschiedlich ist. So, da macht es halt tatsächlich... Oh, das ist eine Sackgasse. Da macht es halt tatsächlich Sinn, dass es mehrere Editionen gibt. Das würde ich mir auch viel öfter wünschen. Noch irgendwas? Tatsächlich ja. Ein Nugget. Ist ja nicht so, dass wir schon in Geld schwimmen. Und hier ist auch noch was. Mann, haben wir viel übersehen. Gut, dass wir nochmal gebacktrackt sind. Hier ist sonst nichts mehr. Wie das bei Belle aussieht, wie Ränder durch die Gegend. Ich komme hinterher. Das sieht voll witzig aus, wie sie da mit ihrer Standard... Oh, mein Popostück. Wie sie mit ihrer Standard-Game-Animation uns hinterher rennt. Das ist schon witzig. Was ist das hier nur für ein Ort? Irgendwie ist das doch seltsam. Ist das hier womöglich das Herz des Januswerks? Der Ort, an dem Heatran lebt? Heatran ist ein Pokémon, in dessen Adern Blut wie Magma fließt. Schön, dass wir das geklärt haben. Lass uns gehen. Ich finde halt in Weiß 2 macht das ein bisschen mehr Sinn, dass Heatran hier lebt, weil hier dann auch doch tatsächlich Lava ist. So, das macht das Ganze halt noch ein bisschen cooler. Ich meine, es lebt in einer Höhle voller Magma. Und nicht, ja, es lebt in einer Höhle, wo es Wasser gibt. Ja. Ah, wenn man hier weitergeht, kommt man nach Ondulla. Ich würde mich hier gerne noch ein wenig umsehen. Was wollen wir machen? Uns kurz trennen, von mir aus. Vor allem, sie sagt, uns kurz trennen und geht dann. Wir sind in Ondulla. Gibt's hier noch irgendwas? Also ich hätte hier eine versteckt. Naja, Bärensaft zu dem Zeitpunkt ist ein bisschen... Naja. So, was gibt's hier Schönes? Ein altes Café. Ich glaube, die Cafés... Oh, das hier war mal ein Café, glaube ich. Wir brauchen keinen Schutz. Wir gucken erstmal, ob es hier irgendwelche Items gibt, wenn wir auf dem Weg zum Pokémon Center sind. Oh, ein seltenes Item. Haben wir leider nicht dabei. Tut mir leid. Wobei, wir haben ein Riesen-Nugget dabei, aber es ist ihnen scheinbar nicht selten genug. Das gucken wir uns später noch an. Das ist der Zugangsweg zur nächsten Stadt. Hat sich ja schon alles ein bisschen verändert. Hier wohnt halt Lea, das ist ein Top-4-Mitglied. Im Post-Story-Content ist Cynthia da manchmal. Die macht hier dann Urlaub in dem Haus. Die ist ja nicht mit Katlia befreundet. Oh, ein Dollar! Oh, ich dachte, er ist wichtig, weil er rumschreit, aber... Er macht sich einfach nur wichtig, indem er rumschreit. Was für eine seltsame Stelle, dass der Visukasse hier klingelt. Hallo? Ist das Sefi? Weißt du, was ich mir gerade für Musik angehört habe? Rock! Ha! Da geht einfach nichts drüber. Musik gibt einem immer so viel Energie. Bring Sefi, welche Art von Musik magst du denn so? Ich werde gerade von einem Kollegen gerufen. Ich muss wieder in die Arbeit. Also dann mach's gut. Meine Güte. Das reinste Arbeitstier. Okay, bevor wir uns Runde 14 ansehen, gucken wir uns hier noch ein bisschen weiter um. Wir haben ja hier noch nicht alles gesehen. Die Apokalypse, die gelegentlich in der Bucht von Ondulla angespielt werden, sind ihrem Ruf zufolge keine gewöhnlichen Exemplare. Das ist richtig. Hier gibt es nämlich, wie mit Grifeldes und Waschaquil, wieder einen festen Encounter hier in der Bucht von Ondulla. Das ist ein Apokalypse. Je nachdem, welche Edition man spielt, kommt es an einem anderen Tag. Und
In unserer Edition ist es männlich oder weiblich. Ich glaube, bei uns ist es männlich und in der Weiß 2 Edition ist es weiblich. Und es kann halt auch wieder seine versteckte Fähigkeit. Aber das Coole daran, das ist ein fester Encounter. Das ist schon das Coolste daran. Ich weiß nicht mal, was es als Fähigkeit hat. Aber Apoqualip ist eigentlich ein ziemlich gutes Pokémon. So, kurz heilen. Meine Schildschuppe, die brauchen wir, um Bashwa zu entwickeln. Leider haben wir kein Bashwa. Ich weiß gar nicht, ob das Bashwa hier vor der Liga überhaupt geben würde, potenziell. Nein, ich mach doch keinen. Ich kaufe mir für 1000 Poké-Dollar eine Beere. Auch hier. Wieder keine Flottbälle. Und wir können ein paar Tauchbälle mitnehmen. So. Ich würde nämlich gerne das Apoqualip fangen. Hier ist ein üblichen Kram. Gut, also, wir haben... Augenblick mal! Ich wollte gerade was erklären. Lass uns herausfinden, wie effektiv das Training unseres Teams war. Junge, Junge, ich wollte dir gerade was erklären, da platzt du mir so in die Parade. Wow, du hast 3 Pokémon. Ich bin begeistert. Ja, siehst du, dein Scanner, mega, das hast du nur 5-mal. Irgendwann funktioniert es nicht mehr. Junge, wir wollten dich eh angreifen. Los geht's, auf sie mit Gebrüll, Partner! Naja, das ist auch eine bequeme Methode, seine Hypertränke loszuwerden. Willst du noch einen geben? Nein, du versteckst dich wieder hinterm Scanner. So. Nächstes. Level 40. Wie schön. Ein Vegishita. Ich weiß, dass ich Knirscher lernen kann. Ich weiß aber nicht, ob das Knirscher hat. Das kann ich jetzt anbomben. Auch gut. Ja, Apfel ist ja nicht das Schnellste. Du bist ja sogar ein Volltreffer. Hallo, Attenball. Ich muss auf 41. Levi, ich weiß, du kannst das. Nehme Samenbomben. Gut, wir sind außerhalb seiner... Dingsens. Komm schon! Seiner... hier, ne? Seine Fähigkeit, dass es Wasserattacken im Rücken verstärkt. Hätte nämlich in ziemlich reinhauen können. Eine ziemlich erniedrigende Erfahrung, wenn es einem nicht gelingt, das Potenzial seiner Partner zu entfalten? Das kann sich sehen lassen. Die sind so stark, dass Team Plasma schon beim bloßen Anblick unserer Teams die Flucht ergreifen wird. Naja, also bei unserem Team vielleicht mehr als bei deinem, das besteht ja nur aus 3 Pokémon. Aber wenn sie glauben, sie könnten mir entkommen, haben sie sich geschnitten. Ich werde dafür sorgen, dass meine Schwester ihr Feliluf zurückbekommt, koste es, was es wolle. Also Sefi, ich hoffe, ich kann auch weiter auf deine Hilfe zählen. Und viel Erfolg noch mit deinem Pokédex. Schließlich wurdest du offiziell darum gebeten, ihn zu vervollständigen, nicht ich. Also... Wo war ich stehen geblieben, als Mathis uns so prüde unterbrochen hat? Jedenfalls, bevor wir weiterziehen, wir haben die Möglichkeit, uns ein bisschen zu erkunden, hier noch uns ein bisschen umzusehen. Wir haben da mehrere Möglichkeiten. Wir haben die Bucht von Ondola.
wo wir einen festen Encounter haben in Form von Apokalypse. Das wäre eine Möglichkeit, unser Team mal ein bisschen aufzuwerten und ein bisschen die Loserbank, die wir auf dem PC haben, aufzuwerten. Wir haben hier in der Bucht auch noch einen Encounter, also halt hier, ne, in dem Wasser, das Wasser hier gehört ja noch mit zu Ondulla. Die Bucht von Ondulla ist weiter in die Richtung. Dann haben wir die Route 14 unten, da können wir ja auch schon hin. Da gibt es halt auch nochmal die Möglichkeit, einen Encounter zu kriegen. Und wir haben oben die Route 13, 15? Das müsste Route 15 hier oben sein. Mal kurz gucken gehen. Route 13 tatsächlich. Naja, und wir haben dann halt die Möglichkeit, die Route 13 noch ein bisschen weiter zu erkunden. Das sind so alles Dinge, die wir beim nächsten Mal in Angriff nehmen. Wir machen jetzt nämlich eine Pause. Ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir uns die Bucht ein bisschen angucken. Wie gesagt, wir haben hier in Ondulla noch einen Wasser-Encounter, den würde ich ganz gerne nehmen, weil Wasser-Pokémon haben wir tatsächlich noch nicht so viele. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.